Die wichtigste Untersuchung ist sicherlich die Endoskopie der Speiseröhre. Das heißt, man schaut sich sowohl makroskopisch die Speiseröhrenschleimhaut an. Hier gibt es eindeutige Veränderungen. Und auch ganz wichtig ist, dass man im Zuge dieser Spiegelung auch Proben entnimmt, sogenannte Biopsien, welche dann gefärbt werden und vom Pathologen beurteilt werden, um dann die endgültige Diagnose stellen zu können. Eine Spiegelung der Speiseröhre ist eine sogenannte Endoskopie. Das heißt, Sie werden zuerst aufgeklärt über die Spiegelung, was da genau passiert. Im Anschluss wird ein Zugang gesetzt und Sie bekommen ein Sedativum, das heißt ein beruhigendes Medikament, wobei Sie dann bei der Untersuchung in den meisten Fällen schlafen und gar nichts davon mitbekommen. Im Rahmen der Untersuchung wird dann einerseits die Speiseröhre begutachtet und auch der Magen bzw. der Zwölffingerdarm. Und neben der makroskopischen Begutachtung werden dann auch Proben entnommen, sogenannte Biopsien, welche dann im Nachhinein gefärbt werden und vom Pathologen beurteilt werden, um eben gewisse Krankheitsbilder zu diagnostizieren. Ganz wichtig ist, dass Sie nüchtern sind, weil wenn Sie natürlich vorher gegessen haben oder getrunken haben, ist einerseits die Beurteilbarkeit der Schleimhaut schlecht, auf der anderen Seite haben Sie ein hohes Risiko, dass Sie dann während der Untersuchung aspirieren, das heißt, dass Mageninhalt über die Speiseröhre dann in die Luftröhre kommt und Ihnen eine Lungenentzündung macht. Bei der Biopsie wird mit einer kleinen Zange ein Teil der Schleimhaut herausgezwickt. Das sind dann kleine Partikel von ca. 2 bis 3 mm. Diese Schleimhautpartikel werden im Anschluss gefärbt und unter dem Mikroskop dann vom Pathologen beurteilt, um eben hier spezielle Krankheitsbilder diagnostizieren zu können.